Warum erzählst du mir nicht, warum du hier bist? Ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet. Dreh dich mal um. Alle Raketenwerfer oder was? Jetzt drehen sie völlig durch. Okay, alles klar. Raketen? Wer schleppt Raketen in ein Museum? Weißt du nicht, wer Hammerhead ist? Meine Frage. Wir haben noch mehr davon! Au, jetzt hörst du mal auf. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wow, 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 wow. So, ich glaube, müssen wir uns hier mal ein bisschen wieder zurückschlagen hier. Das wird mir hier viel zu gefährlich. Oh, ausweichen. Oh, wir können ja die Raketen eigentlich auch zurückschleudern. Da hatten wir doch so eine tolle Fähigkeit irgendwann mal uns geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, mach mal. Nicht nachdem ich dich zermalmt habe. Das sind natürlich große Worte, wenn man danach gleich wieder einen auf den Deckel bekommt. Hier kann man auch gar nicht so schleichen. Hier müssen wir immer so direkt hier in die Offensive gehen. Ist auch nicht immer das Beste mit Spidey. Also so ganz ewig viel hält er dann auch nicht aus. Gerade wenn mit Raketenwerfern auf ihn geschossen wird und andere Typen auf ihn einprügeln. Das war knapp ausgewichen. Ich meine natürlich, das war genauso geplant. Ah! So, jetzt kümmern wir uns doch mal um die Raketenwerfertypen. Der hat mich jetzt zu sehr genervt. War das nicht vorhin noch mehr Raketenwerfertypen oder habe ich so viele von denen schon ausgeschaltet? So. Gib mal deine Waffe bitte her. So, ich glaube, der sollte erledigt sein. So, ich schaffe es nicht, die Raketen zurückzufeuern. Naja, solange ich es noch schaffe, ihn auszuweichen, ist ja alles gut. So, einmal Rakete für euch. So, du hast noch nicht genug? Kein Problem. Spätestens jetzt hast du genug. So, die Waffe müssen wir ihm auf jeden Fall wegnehmen. Dafür kriegst du dann die Waffe. Ja, eigentlich wollte ich ihn hier hauen. Jetzt. Na, blockt der alles? Hör mal auf. Was ist denn los mit dir? Okay, die haben gerade ihren Kollegen erschossen. Na, endlich. So, da drüben ist noch einer mit einem Raketenwerfer. Und du hast auch noch einen Raketenwerfer, oder? Nee, das ist eine normale Waffe. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall warst du bewaffnet. So, nee, da bin ich nicht. Falsche Richtung, Kollegen. Och, nicht noch einer von euch, ey. Kriegt ihr denn nie genug von mir? Das ist schlimm. Schlimm mit euch! Also Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen, ist ungefähr auf dem von der Hauptstory. Und die Hauptstory sollte man auf jeden Fall gespielt haben, wenn man das hier spielen will. Boah, machen diese blöden Raketen viel Schaden, wenn man da drin getroffen wird. Ja gut, das sind doch Raketenwerfer. Eigentlich logisch, dass die viel Schaden machen. So, mit euch zwei Spaßvögel nochmal kurz beschäftigen. Bevor es dann wieder nach unten geht. So, du klebst da so ein bisschen an der Wand, Kollege. Es ist ruhiger geworden, aber das waren noch nicht alle. Euch gibt es nämlich auch noch, euch beide. Jeder kriegt was. Genug für alle da. Komm zurück. Kann man dich nicht am Boden festkleben? Na, dann komm. Dann hauen wir dich halt mit deiner eigenen Waffe kaputt. So, du gehst gleich an die Wand da hinter dir. Okay, ich nehme ihm ja die Waffe schon weg. Das hättest du auch leichter haben können, Kollege. Okay. Soweit Ruhe. Soweit Ruhe. Wow! Den habe ich nicht gesehen. Der hat sich zu gut versteckt gehabt von mir. So, jetzt sterben wir nicht mehr. Wow. Laden wir lieber noch ein bisschen unsere Lebensenergie auf. Puh. Ja, doch. Kämpfen muss man auch in den DLCs. So ist nicht. Ich mag deine neuen Tricks. Und ich habe deine alten satt. Wolltest du den Kunstdiebstahl nicht lassen? Ich bin nicht wegen der Kunst hier. Was tust du dann? Solltest du nicht ein paar Leben retten? Schon wieder. Hey! Hey, 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 hey! Hey! Hilfe! Das war knapp. Was zum... Wo ist sie hin? Peter, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, MJ. Bin gerade einer alten Freundin begegnet. Wem? Ärger. Es wurde schon Spider-Man 3 für nächsten Juli bestätigt. Das ist schön.
Wurde auch noch jemand gefragt wegen Star Wars Bounty Hunter. Ich habe es durchaus gelesen gehabt. Ich habe es nur jetzt gerade im Kampf nicht beantwortet. Star Wars Bounty Hunter, ja, würde ich eigentlich ganz gerne spielen. Das Problem ist, die PS4-Version gibt es nur auf Englisch. Deswegen, wenn die PS4-Version auf Deutsch wäre, hätte ich es ja schon lange gespielt. Die Katze ist zurück. Also war Black Cat diejenige, die durch das Dach kam? Sie hat mit Hammerheads Leuten zusammengearbeitet? Ja, sie hat mich wahrscheinlich die ganze Zeit da drin beobachtet. Sag mir, dass sie nicht mit der Maria abgehauen ist. Ist sie nicht. Gut. Sie hat es zerstört und einen Speicherstick geklaut, der im Rahmen versteckt war. Was? Oh. Tut mir leid. Was meinst du, was auf dem Stick war? Gute Frage. Ich werde mich mal umhören. Und ich fange an, Katzenspuren zu folgen. Wow. So, wir gehen die Katze suchen. Wie es im Urlaub war. Sehr schön war es im Urlaub. Könnt ihr auch auf Instagram nochmal anschauen, wie schön es da war. Das war ein langer Lag. Das war im Spiel, nicht im Stream. Wenn ihr so jemanden Lag hattet, es lag nicht am Stream. Es lag am Spiel. Der Stream läuft, soweit ich das sehe, ja, der Stream läuft definitiv flüssig. Die 40 Megabit Upload tun ihren Dienst. So, na dann, ab zur nächsten Mission. Finde ich auch gut, dass die Hauptmissionen hier immer gleich auch freigeschaltet werden. Gibt es ja hier auch Nebenmissionen? Bis jetzt haben wir noch keine Nebenmissionen bekommen. Das sind bloß diese Polizeireviere. Okay, nee, ich glaube, so richtige Nebenmissionen. Schauen wir mal, ob wir noch Nebenmissionen in DLCs bekommen. Aber wahrscheinlich sind die eher hauptmissionslastig und nicht so sammelobjektlastig. Finde ich aber gut. Kann ich schon wieder Fähigkeitenpunkte vergeben? Das ist gut möglich, dass ich Fähigkeitenpunkte vergeben kann. Ich habe nämlich länger keine Fähigkeitenpunkte mehr vergeben. So. Angriff regenerieren, schneller Fokus, okay. Warum nicht? Warum nicht? Das kostet 3, das ist teuer. Was können wir uns hier noch? Ein Bodenschlag verfügt über eine stärkere Explosion, die Gegner umwerfen kann, wenn das größere Höhe eingesetzt wird, okay. Aber wir haben ja eh schon fast alles freigeschaltet hier. War krass. Oh. Drücke noch einen perfekten Ausweichmanöver gegen Gegner und Pistolen gegen. Okay, den holen wir jetzt auf jeden Fall als nächstes. Und spare ich gerade nochmal die Punkte hier. Roblox. Nee, spiele ich nicht. Sagt mir jetzt in dem Moment auch gerade gar nichts. Oh, Lego Marvel Super Heroes 2 oder Lego Marvel Avengers. Das ist zu lange her, dass ich die gespielt habe, dass ich dann noch genau sagen könnte, was in welchem passiert. Wie Sie vermutlich gehört haben, hat Spider-Man die Ganoven von Hammerhead daran gehindert, das Museum of Contemporary Art auszurauben. Gut für ihn, oder? Falsch! Sie hätten das Museum beinahe in Schutt und Asche gelegt. Sie haben im Gebäude Raketenwerfer eingesetzt. Wissen Sie, selbst wenn man gute Absichten unterstellt, was ich nicht tue, ist dies das Problem mit Spider-Man. Er verwandelt jede Situation in ein apokalyptisches Desaster. Was bringt es, den Raub von Kunst zu verhindern, wenn man sie in die Luft jagt? Mir ist klar, dass es prätentiöse, nabelschaubetreibende, moderne Kunst ist. Suppendosen und Farbspritzer, die von einem betrunkenen Elefanten stammen können. Aber ich bin kein Kunstkritiker. Ich weiß nur, was ich nicht mag. Und zwar diese Spinnengefahr, die unsere öffentlichen Räume demoliert. Ist ja gut, JJJ. Na gut, dann wechsle ich halt nochmal den Anzug, damit ihr glücklich seid. Oh, der Anzug ist neu. Oh, den können wir sogar direkt nehmen. Oh, voll cool. Was haben wir sonst noch? Der ist auch neu hier, oder? Ah, den. Unerschwinglich, okay. Aber den können wir uns nehmen. Okay. Gar kein Anzug. Aber den hatten wir, glaube ich, noch nicht genommen, oder? Ich glaube, den hatten wir noch nicht genommen. Na gut, nehmen wir den mal. Das ist glänzender Spider-Man. Warum nicht? Habt ihr nochmal einen anderen Anzug gesehen? So, ja, ja, Anzugwechsel. Ist ja gut. Jetzt gab es einen Anzugwechsel. Was man nicht alles tut für seine Community. Weil jetzt gerade jemand gefragt hat, ich weiß nicht, nochmal Spiele zusammen spielen, ob da was möglich ist. Vermutlich könnten noch mehr da sein. Ruf lieber das Bombenkommando. Bomben unter Sachen? Zeit für eine kleine Lösung. Spider-Bot. Okay. Bombe entschärfen, bevor die Zeit abläuft. Oh, der ist neu, der Spider-Bot. Haben wir den schon mal eingesetzt? Sieht auf jeden Fall witzig aus. So. Okay, Kumpel.
finde die restlichen Sprengladungen. Na dann. Die ist deaktiviert. Ah, okay. Ich muss die anderen finden. Wahrscheinlich hier. Nee. Kriege ich irgendwie Hinweise, wo die sein könnten? Da, wo es blau leuchtet, vielleicht. Die Infrarotzünder der Bomben werden als hell blinkende Lichter angezeigt. Ich höre auf jeden Fall was piepen. Die hell blinkenden Lichter suche ich noch. Ach, da drin er wahrscheinlich, oder? Ich muss nach dem Piepen der Bombenzünder lauschen. Ah, da ist es. Entschärft. Ich muss die anderen finden. Ich höre es piepen, ich höre es piepen. Das Spiel ist auf jeden Fall, also wenn man so super Helden-Spiele mag, ist es auf jeden Fall eines der besten auf jeden Fall. Also eine 9 hat sich's verdient. Okay, ich höre die letzte. Wir haben noch 49 Sekunden. Glaube, das ist machbar. Ah, ich habe sie gehört, bevor ich sie gesehen habe. Sehr gut. Das waren alle. Hammerhead hat eine Mission. Lieber die Augen nach weiteren in der Stadt offen halten. Wie lange ist es her, dass ich Spider-Man gespielt habe? Boah. Das ist echt eine Weile her, dass ich Spider-Man... Ich habe das letzte Mal, dass ich überhaupt aufgenommen habe, war schon lange vor meiner Indien-Reise. Also das ist schon bestimmt einen Monat her, mindestens. Mindestens einen Monat her, dass ich das letzte Mal aufgenommen hatte vor dieser Runde hier. Also auch die Gears of War-Videos sind davor Hallo? Aufgenommen. Spider-Man, hier ist Detective Mackey. Ich habe deine Nummer von einem Freund bei der Polizei. Ich wette, ich kenne Ihren Freund. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Vielleicht sollten wir persönlich darüber reden. Kannst du bei Gelegenheit im Revier in Greenwich vorbeikommen? Ich hörte, du triffst dich gerne auf Dächern. Sicher doch. Bis gleich. Damit werde ich erstmal beschäftigt sein, während ich auf MJ warte. Der Museumsraub war verrückt. Eine Zusammenarbeit mit Hammerhead klingt nicht nach Black Cat. Ich hoffe, MJ kann mehr über den Speicherstick erfahren. Ja, so auf Dächern treffen ist auch ganz schön, oder? Also ich bin gerne auf Dächern, wo man eine schöne Aussicht hat. So Rooftop-Bars oder sowas. Das hat schon was. Ja, das Problem ist immer, dass viele gerne mit mir spielen würden, aber ich kann natürlich nicht mit allen spielen. Das ist natürlich immer ein Problem. So, da vorne ist die Polizeistation. Wir treffen uns oben auf dem Dach. So, einmal die Landung. Und da ist auch schon der Kollege, der mit uns reden möchte. Detective Mackey, nehme ich an. Vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte mit dir über Black Cat reden. Ich verweigere die Aussage. Nicht die neue Katze, die alte, vor 20 Jahren. Ich habe an dem Fall gearbeitet. Black Cat ist eine Nachahmerin? Was ist mit dem Original passiert? Er starb im Gefängnis. Aber wir haben nie alle gestohlenen Gemälde gefunden. Ich habe eine neue Spur, aber die Polizei will keine Ressourcen an einen alten Fall verschwenden. Ressourcen verschwenden ist meine Spezialität. Super, begib dich dorthin. Ich erzähle dir alles unterwegs. So, alles klar. Warum ich so lange nichts hochgeladen hatte, beziehungsweise keine Videos gemacht hatte. Dazu hatte ich ein Video gemacht. Ich gehe bald in den Ruhestand und dies ist mein größter ungelöster Fall. Also wollte ich ein letztes Mal durch die Akten gehen. Die alte Katze stahl am liebsten Kunstwerke. Doch kurz bevor er geschnappt wurde, überfiel er eine Rauchmelderfabrik. Rauchmelder? Das klingt seltsam. Eigentlich nicht. Er stahl das darin enthaltene Americium 241. Wir dachten, jemand wollte ihm die Radioisotope abkaufen. Aber ich habe mir neulich einen Film angesehen und dabei kam mir eine Idee. Was, wenn er die Gemälde mit den Isotopen markiert hat, damit er sie leichter findet, wenn er wieder draußen ist? Welchen Film haben Sie gesehen? Halt, halt, sagen Sie es mir nicht. Spoiler. Also dachte ich, wenn wir dem Isotop folgen, könnten wir die gestohlenen Gemälde finden. Mein Anzug enthält einen Scintillationszähler, mit dem es funktionieren sollte. Ich melde mich, wenn ich was finde. Danke, Spider-Man. Wenn der Fall gelöst ist, kann ich zufrieden in den Ruhestand gehen. Habe ich einen Fortnite Creator Code? Ich glaube, ich habe sogar Fortnite mittlerweile deinstalliert. Auf der PS4, also. Nein, habe ich nicht sowas. Was kann man damit machen überhaupt? Da kriegt man so Fortnite Coins oder was, wenn andere Leute sich was kaufen, oder? Ich habe nur beim Whitey mal in der Instagram Story gesehen. Na dann, finden wir mal das Gemälde.
Spider-Cop in einer neuen Mission. Wird er das Gemälde finden? Wo wird es sich verstecken? Gemälde, wo bist du? Unter mir. Ja, hier sieht's doch so nach Eingang aus. Das Signal kommt aus diesem Anschlusskasten. Aber ich erfasse keine eine Zeichenrolle. Der Stream, ich weiß nicht, wie lange der Stream geht. Ich glaube, ich will alle DLCs einmal durchspielen. Ich habe ein Gemälde gefunden. Es war in einem falschen Anschlusskasten versteckt. Ja, ich wusste es. Lass es dort. Ich schicke jemanden, der es abholt. In der Zwischenzeit schicke ich dir einige andere Adressen, die Hardy regelmäßig besuchte. Klingt gut. Moment, sagten Sie Hardy? Ja, der Name der ersten Katze war Walter Hardy. Ich schaue in seine Akten und kann dir dann mehr erzählen. Was? Blackhead war ein Typ mal? Okay, alles klar. So, es gibt anscheinend auch eine Sammelaufgabe in diesem DLC. Ja, machen werde ich sie nicht. Walter Hardy, die erste Black Hat. Felicia Hardy, die Black Hat, die ich kenne. Scheint ein Familienunternehmen zu sein. Ja, genau, V-Bucks heißen diese Dinger da in Fortnite. Aber ich spiele es eh nicht, von daher bräuchte ich die Dinger. Peter, der Polizeiscanner meldet gerade eine Schießerei zwischen Hudson und North Moor. Unterliegt das Gebiet nicht der Magier? Ja, was auch immer Black Hat gestohlen hat, hat womöglich gerade einen Bandenkrieg ausgelöst. Ich werde mir das jetzt genauer ansehen. Gibt es schon was Neues zu dem Museumsraum? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stick im Maria-Gemälde war. Aber angeblich hat Hammerhead ihn jetzt und die Magia-Familien rasten aus. Muss wohl ziemlich wertvoll sein, wenn eine berüchtigte Kunstdiebin dafür die Kunstwerke ignoriert. Warum arbeitet sie wohl für Hammerhead? Normal macht sie alles alleine. Wer weiß. Ich habe schon längst aufgegeben, Felicia zu durchschauen. Felicia, ja? Ihr nennt euch beim Vornamen. Also, ich meine, ich denke, vielleicht? Wir halten uns auf dem Laufenden, okay? Ja, ja. Da wird MJ gleich hellhörig, was da zwischen Felicia und Peter läuft. Alle Einheiten brauchen Verstärkung bei Verfolgung von vermeintlicher Magia. Officer bei der Bowery, bitte melden. Warum ich die Arkham-Reihe nicht spiele, weil ich die, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich finde Batman nicht schlecht, das sicher nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so ein richtig großer Batman-Fan, muss ich sagen. Also ich finde andere super, ja, er ist eigentlich kein Superheld, er hat ja eigentlich keine Superheldenfähigkeiten, aber finde ich andere einfach cooler. Natürlich auf respektvolle, nicht belästigende Weise. Ich halte diese neue Black Cat bloß für ein schlechtes Vorbild für unsere jungen Damen. Das Original hat gestohlen und etwas riskiert. Er wollte uns nicht weismachen, er wäre ein guter Kerl. Erinnern Sie sich? Sie spielte die Verbrechensbekämpferin, bis klar wurde, dass sie die Gauner bestahl, die sie hinter Schloss und Riegel brachte. Das beweist, was ich immer sage, eine schwarze Katze lässt das Mausen nicht. Gut, manchen Katzen kann man es abgewöhnen, aber Sie verstehen mich. Moment, Jared sagt, es sei unmöglich, Katzen das Mausen wirklich abzugewöhnen. Dann lag ich also doch richtig. Ha! Alles klar, das hat ein Dozent mal, die Katze kann das Mausen nicht lassen, also das hat ein Dozent von uns immer gesagt, deswegen musste ich jetzt gerade lachen, als er das gesagt hat. So, das war das Haus von Dr. Strange. Welches? Das hier? Keine Ahnung, möglich. So, ich habe Arkham Asylum habe ich mal gespielt gehabt, also ich habe es durchaus mal gespielt gehabt und auch durchgespielt gehabt privat, von daher kann ich schon sagen, ich fand es okay, aber es hat mich jetzt auch nicht so rausgerissen, also das Spider-Man-Spiel hier finde ich wesentlich besser, aber das liegt auch daran, dass ich Spider-Mans Fähigkeiten einfach cooler finde als die von Batman. So, Batman an sich ist schon cool, alleine schon die Stimme ist mega geil. Ich bin Batman. Nee, bin ich nicht. Ich bin Spider-Man, ich bin Spider-Cop in einer neuen Mission. Oder so ähnlich. Ja, ich weiß, wenn ich mich die ganze Zeit nicht hochschwinge, komme ich schneller voran. Ja, JJJ, der schreit gerne ein bisschen rum. Das stimmt. Ach, die Klonsoldaten wieder. Die kennen wir doch. Wieder eine Runde Klonkriege hier. Sehr gut. Sind nicht zimperlich. Ich muss das beenden, bevor jemand getötet wird. Na dann, beenden wir es, bevor es überhaupt richtig begonnen hat.
So viele Leute, die uns abschießen wollen. Uncoole Sache. Eigentlich wollte ich das Ding hier nehmen. So, wer hat Lust auf Blumen? Oh, das war gar kein Blumenkübel, den ich ja gerade geworfen hatte, oder? Das war irgendwas anderes. Da hatte ich hätte gerade einen Blumenkübel auf die Kollegen geworfen. So, Treffen üben wir nochmal. Ne, wir bleiben bei denen. So, Fokusleiste ist voll, das ist schön. Wir weichen nochmal aus und hauen dann den hier weg. Der andere ist ja eh gerade schon betäubt. Ja, mit so normalen Gegner überhaupt kein Problem klar zu kommen. Das sah gerade ein bisschen arg gefreestyled aus. Was? Der hat mich getroffen. Was fällt ihm ein? Was fällt ihm ein? Gibt mir Ghostbusters Easter Egg hier. Echt? Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. So, du hast noch nicht genug, da bin ich mir sicher. Deswegen kommst du jetzt einfach hier. Mist. Wo ist denn der letzte? Ein Lieferwagen. Hoffentlich sind das meine bestellten Hausschuhe. Oh, das ist neu. Die Hausschuhe sahen online anders aus. Ich weigere mich, das Paket anzunehmen. Hey, die ganze Bande ist da. Ich versuche mich mal um den zuerst zu kümmern. Der ist besonders unangenehm. Verdammt, Spidey weicht den seinen Schüssen nicht aus, seinen normalen. Das ist äußerst nervig. Der schießt gleich wieder. Ich sehe schon kommen. Oh, ausweichen. Ausweichen, 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 Spidey. So, mal wieder ein Gullideckel ihm draufgehauen. Nein, ich will den da in der Mitte. Der ist das große Problem hier. Oh, no, ausweichen. Genau, genau. Der ist aber echt gemein. Er kann das sogar blocken, meine Angriffe mit seiner Minigun. Alles klar. So, jetzt liegt er kurz am Boden, das nutzen wir aus. Aua, lang liegt er aber nicht am Boden. Nein, nicht schon wieder die Minigun, nicht schon wieder die Minigun. Geht ja wie mehr weg. So, wer hat Lust auf Gullideckel? Du doch bestimmt. So, die schalten wir lieber ohne Gullideckel aus. Die schalten wir einfach direkt so aus. Hä? Warte mal, gerade eben war meine Fokusleiste noch voll. Ich hätte mich drauf verlassen, dass ich sie nutzen kann. Au. So, immer kurz nachdem er geschlagen hat, das nutzen. Oh nein, 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 nein. Jetzt geh doch mal drauf, Mensch. Okay, ich kümmere mich nochmal um ein paar andere Kollegen hier, die bestimmt genauso gern was auf den Deckel bekommen. Wie zum Beispiel du. Dir sehe ich das doch an. Mann, 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 Mann. Also ein bisschen anstrengend muss man sich schon hier. Das sollte mich jetzt eigentlich nicht treffen. Ne, trifft nur seinen eigenen Kollegen. Wunderbar. Ah, der kriegt auch nie genug da vorne. Kommt da hier unendlich Gegner. Ups, ausweichen. Ah, shit, hat mich schon wieder getroffen, gell? So, dafür kriegst du aber was auf den Deckel. Was? Das interessiert den gar nicht, wenn man ihm was auf den Kopf schmeißt. Ich glaube, es hackt. Ah, schön direkt reingesprungen. Sag mal, gehst du auch nochmal irgendwann drauf? So. Einspinnen kann man ihn auch nicht richtig. Mann! Also so langsam regst du mich auf, Kollege. Na endlich! Mann, 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 Mann. Das war eine schwere Geburt. Wird es vielleicht noch eine Star Wars Battlefront-Folge geben? Ja, vielleicht. Okay, 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 ich gebe auf. Lässt du mich gehen, wenn ich dir alles erzähle? Nicht, wenn du es nicht tust. Die weißhaarige Tussi meinte, wir sollen hier unten etwas Lärm machen. Köder für Deppen. Und ich bin der Depp. Wo hast du sie getroffen? In der Bodega, auf der Waverly. Wie kostet das Spiel? Weiß ich nicht. Ist nicht mehr so teuer, das Spiel. Also, kann man sie auf jeden Fall holen. MJ, die Schießerei war eine Ablenkung. Black Cat wollte damit die Polizei weg von der Waverly Street locken. Eine der anderen Magier-Familien hat ein Versteck an der Waverly, die Scissoros, glaube ich. Vielleicht erwische ich sie noch. Felicia lässt sich Zeit. Sie geht immer systematisch vor. Ist das so? Ich melde mich wieder. Die DLCs selber kosten 20 Euro, alle drei DLCs zusammen. Für 6 Stunden Spielzeit, naja, schauen wir mal. Schon nicht wenig, aber bis jetzt kann es auf jeden Fall, finde ich, mit der Hauptstory mithalten, so. Macht's auf jeden Fall viel Spaß. Wir sind ja auch noch beim ersten von den drei DLCs. Die Bodega. Okay, Felicia, wo bist du? So, momentan geht's drum, Cat Black. Black Cat zu finden.
So, wir verfolgen ihre Spuren auf dem Dach. So. Ihre Überwachungsausrüstung. Sie kann nicht so weit sein. Was hast du dir angeschaut, Felicia? So, wir zoomen mal ran und gucken mal, was es hier zu sehen geben könnte. Da ist sie doch schon. Sehr gut, sehr gut. Das Spiel heißt Spider-Man, das steht auch in der Überschrift. 39 Euro kostet auf der PS4 aktuell, okay. Gibt's aber bestimmt auch schon günstiger irgendwo. Bei Amazon oder so gibt's das doch bestimmt schon günstiger als 39 Euro, oder? Also ich glaube, ich habe damals... Nee, ich habe es sogar bei Pyramide oder so gekauft gehabt, ich weiß gar nicht mehr. Oh! Hello there. Hallo Spinne. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.